Willkommen zurück zum Mass Effect 2. Ja, in der letzten Folge sind wir hier lang gegangen, haben diese Guest gefunden und so weiter. Oder haben diesen Guest, der hier lag, untersucht. Und danach ist dieses Tor hier zugegangen und wir konnten nicht zurück, obwohl wir da noch ein Haus zu untersuchen hatten. Ich habe mal während den zwei Folgen, wo ich jetzt aufgenommen habe, mal reingeschaut, ob wir irgendwas Wichtiges verpasst haben. Aber dem war nicht so. Ich glaube, wir haben allerhöchstens, also wenn ich alles richtig gesehen habe, 4000 Credits verpasst. Ja, ich glaube 4200 Credits sogar. Also nicht wirklich viel und das war's dann auch. Von daher habe ich es auch nicht neu geladen, sondern einfach so gelassen, wie wir es beim letzten Mal gehabt haben. Das ist unheimlich. Wo sind sie alle hin? Die ganzen leeren Gebäude. Irgendwie beunruhigend. Yep, und das hier ist auch irgendwie beunruhigend. Was? Wo? Der hat uns noch gar nicht gesehen anscheinend. Ja. So, jetzt haben sie uns gesehen. So, erstmal warten, bis das Schild wieder aufgebaut ist. Das müsste sie ausbremsen. Oh, da kommen schon wieder die nächsten Insekten. Ja. War es das? Ne, da kommt auch noch einer. Anscheinend kommen doch noch ein paar, oder? Laut meinen Gefährten müsste doch noch irgendwo jemand sein. Aber ich sehe es. Okay, da ist tatsächlich noch einer. So, Musik hat sich ein bisschen verändert und ja. Das bedeutet wohl, wir können speichern, das bedeutet wohl erstmal, es ist die Gefahr vorbei. Dann schauen wir doch erstmal hier rein. Da haben wir auf jeden Fall einen Safe. 4800, okay. Dann knacken wir doch mal. Die zwei hier. Die zwei. Du und du. Du und du, und dann bleiben wir nur noch die zwei hier übrig. Und schon haben wir 4800 Credits mehr. Sehr schön. Was sonst noch was hier drin? Oh. Tatsächlich, da ist was passiert. Aber nichts Wichtiges. Okay. Und überall diese komischen Dinger hier drin. Ich weiß nicht, ob mir das so gefällt. Gehen wir mal hier lang. Ne, hier ist auch sonst nichts. Ja, das soll mich nicht so erschrecken. Ich glaube, hier könnte man zwar rausspringen, aber ich glaube, ich gehe lieber zu Fuß. Also durch einen anderen Komplex da vorne. Nicht, dass wir da noch was von übersehen. Das wäre ein bisschen schade. Jetzt könnte man da hochgehen. Aber wir gehen hier hoch. Hier können wir nämlich auch raus. Und da würde es auch wieder hochgehen, okay. Und da war wieder was zu untersuchen. Jetzt schauen wir uns aber erst noch kurz hier drinnen um. Oh, hier gibt's gar nichts Neues. Okay. Okay, dann müssen wir wohl hier außen rum gehen. Und dann können wir da hochgehen oder hier unten bleiben. Schauen.
Kolonist in Starre, schauen wir uns das erstmal an. In Stase, aber bei Bewusstsein. So eine Tech würde mir die Arbeit sehr erleichtern. Sie sind schon ziemlich lang in diesem Zustand. Er muss vom Schiff aus aufrechterhalten werden. Okay. Stelle ich mir... ich dachte, da steht einer. Ja, okay, es steht auch einer. Stelle ich mir furchtbar vor, so in Stase, aber bei vollem Bewusstsein, wenn man da weiß, man steht, man kann sich überhaupt nicht bewegen und kann nichts machen, aber ist bei vollem Bewusstsein. Ich stelle mir das echt übel vor. Tür? Oder erst hier unten schauen? Schauen wir erstmal hier rein. War anscheinend auch eine gute Entscheidung. Weil hier haben wir ja nur etwas zum Hacken. So, noch das dritte. Okay, 3000 Credits erhalten. Sehr schön. Dann können wir wohl wieder runtergehen. Hier oben war ja sonst nichts mehr. Das ist echt unheimlich, wenn die Leute hier erst so ins Starre sind. Und sich nicht bewegen können. Kollektorenpartikelstrahler erhalten. Die folgenden Gruppenmitglieder können diese Sharp-Waffe jetzt benutzen. Shepard, okay. Neue schwere Waffe, okay. Und Credits. Die ist nett. Die behalten wir. Die gefällt mir. Nichtsdestotrotz wechsle ich aber erstmal wieder auf die hier. Die schwere Waffe hebe ich mir für andere Dinge auf. Oh, da wird einer wieder übernommen, oder? Ja. Das heißt, vor dem müssen wir uns ein bisschen aufpassen. Liege unter Beschuss. Gehe auf Tauchstation. Lass die Toten liegen, wo sie fallen. Wisst ihr was? Ich glaube, die probieren wir jetzt einfach mal aus. Ja. Doch. Die macht echt was her. Okay, den haben wir auch. Ja, da kommen die nächsten schon wieder. Oh, Dings. Garrus liegt schon wieder am Boden. So was Blödes aber auch. Okay, das waren sie, wie es aussieht. Okay, da sind wir rausgekommen. Da kam mal raus, okay. Dann schauen wir nochmal auf diese Seite hier rein. Ob es hier noch was gibt. Und überall diese komischen Kokors oder was das ist. Da haben wir noch einen Computer.
3000 Credits, ohne zu hacken, ohne nix. Auch gut. Dann können wir da nochmal nach oben schauen. Oh, ist aber nix. Ne, da waren wir wahrscheinlich vorhin schon. Nur auf der anderen Seite. Na gut. Das bedeutet wohl, wir können nur hier geradeaus. Wahrscheinlich müssen wir in dieses Gebäude da rein. So wie ich diese Spiele kenne. Können wir die Tür auch umgehen? Die Tür können wir auch sogar umgehen. Dann würde ich erstmal hier versuchen reinzukommen. Weil ich schätze, da hinten müssen wir rein. Oder müssen wir jetzt hier rein? Ach, das ist manchmal... Moment. Ah, wir müssen hier rein, wie es aussieht. Laut unserer Karte. Das heißt, wir schauen uns doch lieber erstmal hier noch fertig um. Energiezellen. Oh, und das hier kommen wir ja noch raus. Okay, das war jetzt auch nicht viel. Nun gut. Dann wollen wir doch mal durch diese Tür durchgehen. Mal sehen, was dahinter ist. Aber hier speichere ich, glaube ich, erst nochmal richtig. Oh, das haben wir für einen Codex-Eintrag. Ah, neue Waffen. Ach, genau. Die Partikelstrahlwaffe der Kollektoren ist seltsam geformt. Hat kaum bewegliche Teile und scheint nicht zur näheren Untersuchung zerlegbar zu sein. Sie wirkt teilweise organisch. Die für einen Strahl mit akzeptabler Zerstörungskraft nötige Energie ist um ein Vielfaches höher als beim Abfeuern eines Projektils mit hoher Geschwindigkeit über ein Masseneffektfeld. Die Waffe hat keine offensichtliche Munition oder Energiequelle. Aber vermutlich wird durch Kühlkörper oder Kompensatoren die Funktionsfähigkeit in einem längeren Feuergefecht sichergestellt. Alle Versuche von Cerberus, sie zu analysieren und nachzubauen, sind bisher gescheitert. Okay. So viel dazu. Dann wollen wir doch erstmal die Tür umgehen. Ach, die zwei nehmen wir doch gleich mal. Die zwei nehmen wir. Die zwei passen. Das ist ja richtig einfach heute. Liegen ja fast alle nebeneinander. Oh, da ist jemand. Oder? Gesellschaft. Kommen Sie da raus. Sofort. Okay. Mensch. Sie sind ein Mensch. Was machen Sie hier draußen? Sie führen Sie doch direkt hierher. Sie haben sicher gehört, wie Sie versucht haben, sich Zutritt zu verschaffen. Es ist schwer, sich vor den Kollektoren zu verstecken. Das waren Kollektoren? Soll das heißen, die gibt's wirklich? Ja. Ich dachte, die wären nur eine Erfindung. Sie wissen schon, Propaganda. Damit wir im Gebiet der Allianz bleiben. Nein. Sie haben Lilith. Ich habe gesehen, wie sie umfiel. Und Stan auch. Verdammt, sie haben fast alle erwischt. Okay, erstmal soll er von sich erzählen, wer er überhaupt ist. Wie heißen Sie? Und was ist Ihre Aufgabe hier? Mein Name ist Delan, Mechaniker. Ich wollte hier unten nach dem Hauptraster sehen, nachdem wir unsere Kommsignale verloren hatten. Plötzlich hörte ich Schreie. Ich habe draußen nachgesehen und da waren ganze Schwärme von Käfern. Jeder, den sie berührten, ist einfach eingefroren. Dann habe ich die Türen versiegelt. Verdammt. Die Allianz ist schuld. Sie hat diesen Chief Williams hier stationiert und die Verteidigungstürme errichtet. Nur dadurch wurden wir überhaupt zum Ziel. Eigentlich nicht. Wir wissen ja schon, dass andere Kolonien auch angegriffen worden sind. Ja, freuen wir mal wegen Ashley Williams. Erzählen Sie mir mehr über die Vertreterin der Allianz. Chief Williams? Die soll ja angeblich eine Art Heldin oder sowas gewesen sein. Hat mich aber nicht beeindruckt. Sie wäre besser daheim im Ratssektor geblieben. Und warum war sie hier? Irgendeine Idee, was sie auf Horizon gemacht hat? Sie sollte uns dabei helfen, die Verteidigungstürme in Betrieb zu nehmen. Ich hatte aber den Eindruck, dass sie wegen was anderem hier war.
Vielleicht hat sie uns ausspioniert. Ich schätze, die wussten, dass die Kollektoren kommen. Erzählen Sie mir von den Verteidigungsturmen der Kolonie. Ein Geschenk der Allianz. Leistungsstarke Guardian-Laser. Sollen feindliche Schiffe davon abhalten, in der Nähe der Kolonie zu landen. Wir mussten extra einen großen unterirdischen Generator bauen, damit die Dinger genug Saft haben. Das Problem war nur, dass wir die Zielsysteme nie online gekriegt haben. Also gab uns die Allianz ein riesiges Geschütz. Aber das konnte nicht mal gerade ausschießen. Diese dämlichen Idioten. Die Allianz beschuldigen. Heißt es jetzt, wir beschuldigen die Allianz oder wir fragen ihn? Ich glaube, wir fragen ihn, oder? Warum glauben Sie, dass das ja, alles die genau. Schuld der Allianz ist? Wir sind nur eine kleine Kolonie. Niemand hat uns gestört, bis wir diese verdammten Verteidigungstürme aufgestellt und damit die Aufmerksamkeit auf uns gelenkt haben. Ich habe den Ratssektor verlassen, um meine Ruhe vor der Allianz zu haben. Wenn du mit denen zu tun hast, kommt dabei nie was Gutes raus. Ich würde sagen, das ist nicht in ihrer Schuld. Das wäre so oder so passiert. Die Kollektoren überfallen abgelegene Kolonien. Die Allianz wollte helfen. Ich brauche ihre Hilfe nicht. Sie hat zu viele Hintergedanken. Die Vertreterin hat gesagt, sie soll nur die Türme online bringen. Aber ich sage Ihnen, da steckt mehr dahinter. Okay, dann die Türme. Wenn Sie Verteidigungsanlagen haben, können wir gegen das Kollektorenschiff vorgehen. Dazu müssten Sie zuerst das Zielsystem kalibrieren. Es hat nie richtig funktioniert. Irgendeiner von uns kommt schon damit zu Rande. Sagen Sie uns nur, wo wir hin müssen. Zum Haupttransmitter auf der anderen Seite der Kolonie. Ist kaum zu verfehlen. Die Zielsteuerung ist unten. Wir brauchen Ihre Hilfe? Eigentlich nicht. Ich denke, es wäre besser, wenn er hier warten würde. Sie sollten uns besser nicht im Weg stehen. Genau das habe ich mir auch gerade gedacht. Ich lasse sie auch wenn sich das jetzt ein bisschen blöd angehört hat. Ich will kein Risiko eingehen. Viel Glück. Sie werden es bestimmt brauchen. Raumhafen gelangen, okay. Kollektorengeneral, Kodex. Und vier Vorbild. Das letzte hat sich irgendwie jetzt ein bisschen Dings angehört, ein bisschen, naja, so nach dem Motto, kommt uns bloß nicht in die Quere. Aber ich glaube, es war doch so gemeint, wie ich es eigentlich gedacht habe, dass er hier bleiben soll, in Sicherheit bleiben soll. So, Tagebuch, Horizon, zum Raumhafen gelangen, okay. Und Codex, ist nur sekundär. Nun gut. Da kommt man nicht raus. Da haben wir einen Waffenspend, da haben wir Platin. Ach doch, daher kommen wir ja. Waffenspend braucht man nicht. Medizinkit, okay, das gab noch Geld. Wandsafe, sehr schön. Dann, denke ich, können wir diese Tür öffnen. Und die wäre dann hinter uns zugemacht. Theoretisch. Yep. Hey, dann machen wir doch, wenn die so schön gerade da steht. Da kommen sie. Wo muss es sein? Direkte Intervention ist notwendig. Oh, schon wieder solche blöde Husks. Naja, aber diesmal. Wenn du meinst. Ist noch ein Warp hinterher. Ja, ja. Ist ja schon recht. Was ist das? Ein Ableger? Oh, der hat aber fette Panzerung drin. Okay.
durch meine Schilde durch. Jetzt siehst du mich. Ach, du Schande. Ja, ich bleib erstmal kurz in Deckung. Ja, das war schon ziemlich knapp. Muss man schon sagen. Auch wieder nur sekundärer... Moment. Sekundäres Teil? Okay. So, dann können wir uns doch jetzt mal kurz umschauen. Ein paar Rasenmäher oder sonst irgendwas, was das auch immer ist. Sonst ist hier nichts. Da können wir hoch. Da können wir rein. Okay, da haben wir relativ viel zu erkunden jetzt hat. Der ist ein toter Kollektor. Okay. Hier ist sonst nichts mehr. Hier ist auch nichts. Okay, da sind wir wieder draußen. Hier an der Seite. Scheint auch nichts zu sein. Ja, Energiezellen noch. Okay, das war's anscheinend. Das heißt, wir müssen hier lang. Ja, da können wir mal so einen toten Kollektor untersuchen. Damit lässt sich was anfangen. Forschungsdaten beschafft, biotischer Schaden. Das lobe ich mir doch. Da ist die große Tür. Da geht's auch noch hoch. Ah, aber da kommen wir nicht lang. Okay, wir müssen auf jeden Fall hier lang. Ich dachte, wir würden mehr dieser eingefrorenen Kolonisten finden. Und das soll jetzt keine Beschwerde sein. Wurden vermutlich mittlerweile auf das Schiff der Kollektoren verladen. Wir sollten uns beeilen. Ja, das befürchte ich auch, dass sie mittlerweile verladen worden sind. So, dann schauen wir mal kurz hier oben noch hin. Ich schätze ja, dass wir durch die Tür durchgehen müssen, die da unten ist. Computerzugriff. 3000 Credits. Feine Sache. Okay, sonst gibt es aber anscheinend nichts. Nun gut. Das heißt wohl, durch diese Tür. Okay, das, die zwei, ist nur noch ein bisschen rumsuchen, das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Ein bisschen rumsuchen und gut ist. Okay, wieder ein großes Geländer. Und ich kann nicht speichern, das heißt, es sind definitiv Gegner hier. Theoretisch. Ja doch, da sind sie ja. Da sind sie ja. Wow. Das sind diese Ableger. Eieieiei. Nein, Mist. Ich wollte auch gerade in... Gerade wollte ich noch in Deckung gehen. Ich glaube, gegen diese Ableger nehme ich die große Waffe. Die haben einiges ausgehalten. Na komm schon, Ladebildschirm. Wir gehen hier wieder in Deckung. Direkt vor uns. Ich sehe es schon. Aber erstmal will ich diese Hast hier erledigen.
So, der nächste. Schon wieder einer gestorben. Naja, gut. Oh, jetzt kommen auch hier noch Husks. Scheiße. Entdeckung. Ach, so ein Scheiß. Ach, es gibt auch Nahkampf. Okay. Jetzt noch die hier. Das nehmen wir doch lieber mal die etwas größere. Hauen vielleicht noch einen Warp mit rein. Nochmal ein kleines Warp. Aber hier stehen wir echt gut. Hier machen sie uns nichts. Und weg sind sie. Da ist er. Der Transmitter. Gut. Turm untersuchen. Ein Glück haben wir diese Waffe gefunden. Die ist nämlich echt gut. So, jetzt schauen wir uns aber erst noch kurz hier um. Aber wahrscheinlich gibt es nicht wirklich was, oder? Wir müssen auf jeden Fall... Ach, ist das der Turm hier? Okay. Medizinkit, das ist sehr gut. Ach, das hier müssen wir machen wahrscheinlich. Das hier müssen wir haken. Na gut. Dann schauen wir doch erstmal hier noch rum. Nee, ist auch zu. Vielleicht da drüben noch irgendetwas? Nein, sieht auch nicht danach aus. Wir haben noch Energiezellen, die nehmen wir gerne mit. Dann ist es das voll, wo wir hacken müssen. So, aber ich würde sagen, das machen wir dann beim nächsten Mal. Und dann schauen wir mal, dass wir die Verteidigungsanlage der Kolonie wieder in Gang bringen. Okay, dann sage ich mal, vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss!